Ich hatte leise in Gedanken vor mich her gesagt, macht alles mit mir, was mir wollt, nur schickt mich nicht mehr in sein Apartmenthaus hinein. Aber das Spiel ist gnadenlos und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei Let's Play Cry of Fear. Wir haben ja letztes Mal so ein cooles Tactical Flashlight gefunden für unsere Pistole. Und ich versuche, ja, ich muss jetzt doch wirklich trotzdem noch hier alle Räume absuchen. Wieder froh über jede Tür, die nicht aufgeht. Ich glaube, da kamen wir her. Ja, genau. Alles klar. So. Alles zu, alles verrammelt. Ich hasse Ecken. Ich hasse Ecken. Oh, nein, nicht die. Ich kann mich nicht bewegen. Oh, widerlich. Scheiße, 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 scheiße. Oh Gott. Oh, pfui Teufel. Huch. Oh, Magazin. Und weiter geht's. Huch. Boah, Alter! Erschreck mich nicht! Ah! Ich hab das Schloss aufgesperrt. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Alter! So, na Freunde, alle da? Bam. Ach, hier sind wir. Moment mal. Reicht's jetzt nicht mal langsam? Hier sind wir. The door's locked. Boah, ich werd wahnsinnig. Hier waren wir ganz zum Anfang, ne, Freunde? Es vernetzt sich alles. Da ist dieser komische Menschenbaum. Richtig alles täuscht. Ja. Alles klar, okay. Okay, dann sind wir wieder hier an der Ronald Street. Gut. Gut, genau hier wollten wir hin. Ronald Street Key, das wird dieser hier sein. Da hatte ich, glaube ich, noch zum Anfang gesagt, dass wir hier auf jeden Fall bestimmt wieder langkommen. Und ich will hier gerade mal versuchen, ob es hier ein Tonbandgerät gibt, bei dem man mal schnell abspeichern kann, weil ich will da nicht nochmal durch das Haus. Oh ja. Diesmal war das Spiel gnädig. Subway. Diese komische U-Bahn können wir überspeichern. Da will ich nie wieder zurück in diese komischen Gänge. Ich will hier auch überhaupt generell nicht mehr durchlaufen. Ich will endlich, dass es aufhört. Diese ewige Einsamkeit, diese ewige Nacht. Und doch. Ist na? Gut, das Rätsel ist Lösung, Freunde. Und doch treibt uns die unbändige Gier an, herauszufinden, was hier mit uns passiert. Scheiße. Okay, ich hab gespeichert. Ich hab gespeichert, Mama. Boah, angenehm. Sehr, sehr gemütlich. Nein, wirklich. Hier liegt auch noch, ist auch noch ein Tonband. Ja gut, speichern wir mal. Ronald Street. Fuck. Oh, ich bin so übervorsichtig hier. Nein, nein! Nicht runter! Nicht runter!
nicht in irgendeine Kanalisation. Da sind wieder diese komischen Typen mit ihren langen Zungen. So. Die kriegen. Oh. Immer so platt. Dann sparen wir uns an der Stelle mal die Munition. Boah, ganz ehrlich, Freunde, ich nehme mir noch eine Spritze. Scheiße. Noch eine. Verbrauchen, dann sind wir voll am Arsch. Ich seh dich. Ach, verdammte Scheiße. So, nicht schlecht, nicht schlecht. Hier müssen wir hin. Hier nicht. Boah, hier? Das kenne ich doch auch irgendwie. Boah, hier sieht doch alles gleich aus. Alles gleich trostlos. Ja, genau. Noch weiter runter. Ihr habt sie echt nicht alle. Was ist denn jetzt hier? Das ist unscht. Boah, ich hab gedacht, hier kommt gleich wieder was. Scheiße. Ganz, ganz schlimm. Und wir haben schon wieder zu viel Leben auch verloren. Dunkler. Das ist eigentlich so überhaupt nicht lustig. Hier ist auch nichts mehr. Ist nichts, was wir finden können. Keine Spritze. Gib mir doch mal eine Spritze. Ich bin so ein Junkie hier. Nein. Seht ihr sie? Scheiße. So, Nummer 1. Komm schon. Komm schon. So, Nummer 2. Boah, ich schwitze. Komm her. So. Noch ein, noch ein. Und die Fresse. Boah, wir haben zu viele Leben verloren. Oh, du auch noch? Du hast auch noch einen. Voll. Die Fresse. Boah. So, ich mach mal mit Pistole weiter jetzt. Scheiße! Mama! Scheiße, die sind sehr schnell, die sind sehr schnell. So, noch einer. Den müssen wir ja nicht unbedingt aufwecken.
verfluchte Kacke. Sehr, sehr gemütlich hier. So, da liegt noch einer, den lasse ich jetzt mal. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Wieder hoch. Scheiße, jetzt könnte ich schon fast die nächste Spritze nehmen. Seid doch mal gnädig mit mir. Ich nichts, nichts. Wir haben bestimmt so viel übersehen. Wir haben bestimmt so viel übersehen, was ihr aber gesehen habt. Aber ich kann nicht mehr zurück. Und vor allem, ich lese es so spät. Ich werde mal im Voraus dann aufnehmen. Zum Glück wieder hoch, ey. Alter. So, jetzt gibt mir hier irgendwas, Freunde. Magazin wäre auch nicht schlecht. Wer weiß, was hier noch kommt, aber hier nichts. Scheiße, nein, 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 das wollte ich nicht. Kriegen nichts, wir kriegen nichts. Wer baut denn immer diese komischen Gänge hier eigentlich? Das habe ich auch noch nie gesehen. Sand. Ja, willkommen in der Runnels Street oder wo auch immer. An Runnels Street sind wir ja schon vorbei. Könnte mal wieder der Müll abgeholt werden. So. Blut an der Wand. Okay, dann speichern wir mal hier ab. Preston Road. So. Something heavy is blocking the door. Okay. Wetten, ich muss hier hoch. Nee, muss ich nicht. Wer parkt denn hier? Wie ist der denn da reingekommen? Eine Spritze! Ciao! Scheiße! Alter, leckt mich doch alle am Arsch, ey. Ihr kranken Wichser. Da wähnt man sich schon in Sicherheit. So, wir haben noch eine Spritze. Die muss ich jetzt auch nehmen, Freunde. Wir haben noch einen Platz im Inventar. So, weil wir den Schlüssel, to reach a window. Okay. Nein. Das heißt schon wieder in ein Haus rein. Apartments entrance. Warum steht da so eine Lampe? Ich will das nicht, ich will das nicht. Scheiße, es geht nicht hier. Oh nein. Meine schlimmste Befürchtung ist wahr geworden, die ich jetzt gerade hatte. Wir sind wieder hier. Wir sind wieder ganz am Anfang. Oh nein. Bitte nicht. Oh, ich krieg die Krise. Scheiße.
Okay. Der Weg führt uns also zurück. Nochmal hier durch. Nochmal durch dieses kranke, vergewaltiger beherbergende Haus. Voller Monster. Voller Wohnungen, in denen Dinge auf uns lauern. Und diesen Weg könnt ihr euch wohl oder übel in der nächsten Folge ansehen. Bis dann, liebe Leute. Haut rein. Und gute Nacht. Ciao.